Ein kleiner Ort mit einem rührigen DJK-Verein irgendwo in Deutschland. Die Volleyballer Dirk und Jana haben sich mit anderen Jugendlichen auf der Terrasse des Clubheims verabredet. Ihr Weg führt an der Tatanbahn vorbei, wo gerade die Kleinsten aus der Leichtathletikabteilung trainieren. Ein Mädchen stolpert, schürft sich die Knie auf und weint bitterlich. Klaus, der Jugendtrainer, hebt das Mädchen hoch, setzt es auf seinen Schoß und versucht es zu trösten. Eine Mutter, die die Szene beobachtet, rennt auf Klaus zu, reißt ihm das Mädchen aus der Hand und schreit den Mann an, was er sich erlaube, das Kind anzugrapschen. Klaus ist verstört. Dirk, der die Szene beobachtet hat, schüttelt den Kopf. Die hat doch nicht alle Tassen im Schrank, die hysterische Zicke. Sie hat recht, er kann das Kind nicht einfach auf seinen Schoß ziehen. Mensch, du kennst doch den Klaus, der wollte das Kind doch nur beruhigen. Das kann man auch anders, für mich geht das auch zu weit. Am Clubheim angekommen, debattieren die beiden immer noch hitzig über die Szene. Theo aus dem Vorstand setzt sich zu ihnen. Na ihr beiden, was habt ihr denn zu palavern? Die Jugendlichen aus dem Verein mögen Theo. Immer freundlich und ein Herz für die Jugend. Die neue Skateanlage haben sie ihm zu verdanken. Die beiden erzählen, was sie gerade beobachtet haben. Ich kann die Mutter verstehen. Überall kommen jetzt Fälle ans Tageslicht von sexuellem Missbrauch oder so. Naja, ich will ja auch nicht angepackt werden. Theo wird wütend. Jetzt hört mir mal zu. Das ganze Gerede in den Zeitungen macht unsere Vereine kaputt. Klar gibt es sowas, aber ich kenne hier seit 40 Jahren jeden im Verein und ich sage dir, bei uns gibt es sowas nicht. Kümmert ihr euch doch mal besser um die Tombola fürs Vereinsfest und lasst euch von dem Gerede nicht so bekloppt machen. Wer hat nun recht, wer übertreibt? Verantwortliche im Verein haben es nicht leicht. Sport ist nun einmal eine körperliche Angelegenheit und Körperkontakt mit anderen wird auch von Sportart zu Sportart verschieden wahrgenommen. Für viele unbescholtene Übungsleiter gerät die Trainingsstunde mitunter zur Gratwanderung. Sie fühlen sich verunsichert. Darf ich Hilfestellungen leisten? Darf ich meine Spielerinnen trösten? Ja, natürlich, denn der Trainer ist eine wichtige Bezugsperson für unsere Kinder und Jugendlichen. Andererseits gilt es, Kinder und Jugendliche vor sexualisierter Gewalt zu schützen. Sexueller Missbrauch an Kindern ist ein abscheuliches Verbrechen, aber eben nur ein Aspekt von sexualisierter Gewalt. Sexualisierte Übergriffe geschehen meist subtil und werden oft gar nicht als Grenzverletzung menschlicher Würde wahrgenommen. Wo ist zum Beispiel die Grenze bei Bemerkungen oder markanten Sprüchen? Man denke nur an den allseits beliebten Ruf nach dem Trikottausch beim Frauenfußball. Der DJK Sportverband möchte daher für das Thema sensibilisieren. Vereine müssen eindeutige, faire Grenzen setzen, und zwar für alle Beteiligten. Grenzen kennen und nicht verkennen. Also, Grenzen fair kennen. Nur so schaffen wir Sicherheit, Vertrauen und Offenheit bei allen, die im Verein zusammenarbeiten.